Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulationen. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge um Sie 2. So, von unserer Weltreise geht's erstmal wieder nach Deutschland, denn wir sind heute in der Landeshauptstadt München unterwegs und fahren heute auf der Linie 150 mit dem MAN Lion City Buszug und dementsprechend fahren wir heute von Hauptbahnhof Nord nach Tivoli-Straße. Die ganze Fahrt dauert irgendwas so mit 23 Minuten und es regnet in München. Bei performancehungrigen Karte, das kann heute eine Fahrt werden. Ich hoffe, das passt jetzt hier alles. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch jetzt natürlich gleich im Video. So, das ist er natürlich, ne? Absolutes Highlight hier. Dementsprechend der Buszug, der wirklich legendär ist in diesem DLC, den ihr euch natürlich kaufen könnt auf Steam oder bei Games Planet. Da könnt ihr nochmal ein paar Prozente sparen. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Da spart er und unterstützt unseren Kanal. Fände ich eine richtig coole Sache. Und ja, soweit ist aber alles gesagt. Wie gesagt, zur Karte kommen wir jetzt gleich, denn ja, da gibt es einiges zu sagen, Es gab jetzt sowohl, oder es gibt jetzt demnächst ein Update, oder es gab ein Update, was natürlich die Performance ein bisschen verbessert haben sollte, ja. Und da hat man vielleicht noch ein bisschen was hinzugefügt, ein bisschen was entfernt und so weiter und so fort. Ja, also den ganzen Beitrag packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung mit rein, da könnt ihr euch das Ganze nachlesen, was hier verbessert worden ist. Und soweit, so gut, springen wir mal rein hier. Das ist mal unser Track AR, warum das um sie einfach nicht speichert, zum Start einfach Track-AR einfach anzulassen. Denn wir sind da natürlich nicht das erste Mal hier heute unterwegs auf der wundervollen Karte München. Ja, was soll ich sagen? Tatsächlich gibt es hier teilweise manchmal Spawn-Fehler bis hin zum Komplettausfall. Ja? Also nicht Absturz von OMSI oder sowas, sondern da funktioniert einfach gar nichts mehr. Da erkennt einfach OMSI zum Beispiel nicht mehr, dass du an der Haltestelle stehst. Wer ist denn los und wunderst dich so, hä, wieso geht's nicht weiter? Das sind alles so Sachen, Autos stehen bei grünen Ampeln, die fahren dir in die Karre rein, deswegen wir heute auch ohne Kollision fahren. Die Bugliste ist einfach riesig, ich weiß nicht, also die Karte ist ja jetzt nun, ich glaube letztes Jahr erschienen, wenn mich jetzt nicht alles durch, kamen die dieses Jahr, letztes Jahr, ich glaube sie kamen letztes Jahr meiner Meinung nach und es sind immer noch so gravierende Fehler drin, verstehe ich nicht, warum das Ganze noch nicht ausgebessert worden ist, vielleicht könnt ihr mir das Ganze erklären, vielleicht seid ihr da mehr an der Quelle dran, ich fand es tatsächlich ein bisschen beängstigend. Ich finde es ja schön, dass man da halt immer noch dran arbeitet. Wie gesagt, ich habe euch schon oft gesagt, dass man sowas veröffentlichen kann und dann kann man sagen, so leck mal, so, weißt du, so gefühlt. Macht man hier nicht. Man sagt hier halt, wir wollen halt schon so, ne, wir machen, wir arbeiten, tun und so, aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es wird einfach nicht fertig. Das ist mega, mega ärgerlich halt. Wie gesagt, auch von der Performance her hat sich meinerseits nichts getan. Wir haben hier teilweise schlimmere Steher drin als auf Bad Hügelsdorf. Und Bad Hügelsdorf hat jetzt die gröbsten Fehler, zumindest was die Performance angeht, natürlich schon ausgebessert. Aber hier in München hängt das immer noch. Ich verstehe es nicht so. Und wie gesagt, es gibt doch Beta-Tester und alles was. Ich glaube nicht, dass ich den einzigen Rechner habe, der so grottisch schlecht funktioniert scheinbar, ja, der teilweise komplette Systemausfälle hat. Also wie gesagt, nicht Abstürze oder sowas, sondern einfach nur Ausfälle, ja, dass halt einfach OMSI nicht mehr weiter will. Ja, also diese Sachen meine ich jetzt halt. Ihr kennt sie bestimmt selber alle. So. Was ist jetzt los? Warum willst du nicht? Servus. Hallo? Ja, steigt einfach rein hier. Kommt rein hier in die gute Stube. Warum auch immer. So. Es regnet halt auch noch zusätzlich. Ja, das ist natürlich, verbessert die ganze Situation hier auf München nochmal extremst.
Da haben wir zum Beispiel eine Straßenbahn, die ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, meiner Meinung nach, wo wir das Ganze gefahren sind. Zuletzt waren wir hier in München unterwegs, wo ja gerade dieser Corona-Ausbruch war und jede Karte ja ihre eigene Corona-Mod praktisch entwickelt hat. Na, also schön ist, dass man das halt immer noch drin gelassen hat. Ne? Man hätte es ja rausnehmen können oder sowas, aber man hat sich gedacht, man lässt es hier drinnen. Oh, hier fehlt ganzer Abteil hier. Ja, das sind so diese Fehler. Und ganz ehrlich, ich habe mir wirklich überlegt gehabt in der letzten Fahrt, ich lasse einfach alles drin. Ich lasse einfach alles drin, ja. So, um einfach mal zu zeigen, so wie kaputt eigentlich München ist. Ja, kann ich nicht. Ich bin nicht so ein Unmensch. Ja? Ich versuche natürlich auch nicht zu verschönern. Also, wie gesagt, jetzt sowas zum Beispiel. Letztes Mal war der Zug halt komplett da gewesen, ja, wo ich die letzte Folge zum Beispiel aufgenommen hatte. Jetzt ist einfach alles, fehlt einfach die Hälfte. So, hier steht mitten so ein Schild, mitten auf der Straße. Weiß ich nicht, ist das normal? Stimmt das so? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare posten. So, steigt ihr ein? Nein, es steigt hier keiner ein, obwohl hier ein Haltestellenschild ist. Steigt hier wieder keiner ein. Er steigt hier wieder keiner ein. Ich fahre jetzt. Oh Mann, ist das ein Kieskutscher schon wieder. Was ist denn da jetzt wieder los? Bus kaputt. Grüß miteinander. Also hier will partout keiner einsteigen. Sorry Leute, aber was soll ich machen? No, wir sind jetzt schon weiter. Kannst bitte gleich weiterschalten. Denn da halte ich jetzt nicht nochmal an. Verstehe ich, warum wir denn da anhalten müssen. Ja, das ist. Es ergibt sich für mich nicht. Klar, wenn du wahrscheinlich da wohnst oder sowas, ja, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Aber wenn du nicht aus der Ecke kommst. Oh, Alter. Die Busspur hier viel zu eng. Da passt nicht mal ein Bus rein, ansatzweise. Hallo? Servus, grüß dich. Oh, 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 warte mal. Ich muss mal kurz anhalten nochmal. Mal die Türen aufmachen, weil ich sehe gerade, wir fahren hier mit übelster Verfrühung. Das kann ich so nicht akzeptieren. Steckt hier noch jemand ein? Nö. Alles klar, na dann können wir losfahren. Wie gesagt, ja, letztes zu Corona und sonst glaube ich hier nur zum Release, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren wir jetzt hier unterwegs gewesen. Ja, und von daher habe ich eigentlich gedacht, hatte ich ein bisschen was getan, aber. Aber ich war jetzt auch letztens, wie gesagt, dass ich irgendwas gelesen hatte, dass da jetzt irgendwie, wie gesagt, jetzt was kam, so update-technisch. Ja, aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich genauso identisch wie Tram München von Lotus. Eieiei. Witzig ist, dass wirklich viele Leute gedacht haben, dass Tram München und OMSI 2 München zusammengehören. Ja? Dass das halt alles ein Entwickler ist, die da mitarbeiten und so. Ne? Ist dem nicht so. Das sind zwei verschiedene Entwickler, ja, die dem Ganzen da. Hallo. Die das Ganze da entwickeln. Ich meine, von Tram München hörst du jetzt ja aktuell sowieso nicht mehr viel. Da das gerade, das nicht gerade, sondern ja vor einiger Zeit ja ein bisschen eskaliert ist mit dem OMSI-Forum. Und dementsprechend man ja gesagt hat, man wird jetzt erstmal keine Updates mehr machen, bevor Lotus fertig ist. Ja, da haben sie sich ja natürlich ein Ziel gesetzt halt. Das ist ja natürlich noch ein ganzes Weitchen hin, bis Lotus fertig wird. Was natürlich ein bisschen. Ja, die müssen natürlich selbst aufpassen, da sie ja selbst ein Early Access Produkt jetzt vermarktet haben, müssen sie natürlich genau wie auch Lotus innerhalb von 4 Jahren ihr Produkt ja nun fertigstellen,
Sonst gibt es richtig Ärger von seitens Steam. Ja. Das gibt da irgendwie so eine Regelung, zwecks so Early Access-Titel und alles sowas. Und dementsprechend muss man da natürlich ein bisschen aufpassen. Man hofft natürlich, dass die halt intern irgendwie weiterarbeiten und trotzdem halt ihren Content bringen. Also wäre mir ganz sehr recht halt, weil wir haben ja dafür alle mal Geld ausgegeben. Und jetzt haben wir halt praktisch einen DLC, der wohl nie fertig wird. Und das kann es natürlich auch nicht sein, ne? Aber das ist halt Nachteil von Early Access halt. Und weil wir schon mal dabei sind mit München und so weiter. Heute Abend ist wieder Leitsteinfahrt. Das haben wir natürlich ja wieder alles rechtzeitig angekündigt. Ja, wenn ihr das Video ja natürlich guckt, dann wisst ihr schon längst, dass wir heute eine Leitstellenfahrt in München machen. Ja, das war nicht mein Wunsch. Das wurde sich von meinem Team gewünscht, tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie das heute hier Abend laufen wird. Also ihr seid natürlich herzlichst eingeladen dazu. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen mit in München zu fahren, hier in der Leitstellenfahrt, dann kommt gerne mit dazu. Würden wir uns sehr darüber freuen. Je mehr, desto besser. Oh, ein bisschen Heizung hier an, sonst frieren die sich hier noch zu Tode. Wollen wir dann auch nicht, die Armen. Ja, wie gesagt, seid ihr natürlich herzlichst eingeladen. Wird auf jeden Fall eine spannende Fahrt, weil ihr seht ja jetzt schon die Performance. Und, ne, die 150 ist natürlich Teil einer Linie, die ihr natürlich fahren könnt. Ich hoffe, heute Abend regnet es nicht. Und dann klappt das Ganze schon. Ja, Pinakotheken zum Beispiel, Haltestelle aus Tram München, ne, die man anfahren konnte. Sehen wir auch gleich, schön, dass die Straßenbahnschiene darüber geht. Na, jetzt hier. Wir kreuzen jetzt praktisch die Straßenbahnlinie aus Lotus. Ja, jetzt wird es auch ein bisschen wärmer im Bus. Gut so. Aber nur mäßig, damit sie sich nicht mehr so aufregen hier. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier 157 Leute reinpassen. In so einen Doppeldecker hier aus Berlin, da passen gerade mal 69 rein oder sowas. Und hier passen 157 in einem Solobus mit so einem kleinen Anhängerchen. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh gut, ich denke mal, als wenn sie sich nicht aus den Finger gezogen haben, das werden sie wahrscheinlich ja irgendwo sich hergeholt haben. Aber das sind hier so diese Hänger, die ich hier meine, ja. Also dafür, dass diese DLC schon so lange existiert, dürfte sowas nicht mehr drin sein. Und mein Rechner ist gut stark. Ich habe ihn dieses Jahr erst aufgerüstet mit dem neuesten Shit wirklich, den es gibt. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich passen, wenn da jetzt die Kommentare kommen, ja, aber das ist ja Lotus. Das hat nichts mehr, das hat nichts mehr mit OMSI zu tun. Andere Payback-Karten schaffen es doch auch. Hier sind die Texturen einfach deutlich zu hoch und das merkt man natürlich. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Bremst doch! Schiebt der Hänger nochmal so richtig schön mit. Großartig. Ach so, da geht's. Ah, so, da geht's Autobahn. Könnt mir ja gerne mal sagen, wie München bei euch läuft, ob ihr da genauso eine Probleme habt wie meine Wenigkeit oder nutzt ja gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es einfach mal unten mit rein. Mich würde es halt mal wirklich, wirklich interessieren. Es kann natürlich alles so wieder Einstellungssache sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nachher, wenn wir das Ganze jetzt in der Leitstelle fahren, dass ich da meine Settings nochmal anpasse, ja, dass ich das Ganze wieder mit geminderten Grafik, also hier Texturen spielen werde, damit das Ganze natürlich nochmal flüssiger läuft.
Weil sowas halte ich um Gottes Willen nicht 4 Stunden aus oder sowas. Genau, stell dich jetzt einfach wieder hier hin und fahr mir jetzt die Spur zu. Ach so, ja, fahr einfach geradeaus weiter. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Der Blinker ist nur aus Spaß da. Hast du recht. Mann, Mann, Mann. Deine neue Wäsche ein oder was? Nee, ne? Hinten geht ja meiner Meinung nach alles automatisch, ne? Auch wenn die anderen sein. Total leise, ja, du verstehst, wenn du auf dem Gaspedal bist, verstehst du die Ansagen überhaupt nicht. Mega, mega schade. Mann, was die hätten alles machen können aus diesem DLC hier. Ist dennoch der Meinung, dass es immer noch ein schöner DLC ist. Gesagt, außer dass es halt wirklich starke Performance-Probleme gibt. Ich habe aber schon von anderen mir sagen lassen, dass bei dem ohne Probleme läuft. Also scheint er irgendwie was mit Einstellungen irgendwie zu tun haben. Aber bis dato alle Karten, die ich jetzt mit diesen Settings hier spiele, wie ich jetzt hier gerade auf München spiele, ja, funktionieren tadellos. Klar, da hast du mal einen kurzen Mini-Ruckler drin oder sowas. Aber so komplett stehende Hänger gibt's da nicht so, okay? Sogar Bad Hügelsdorf läuft jetzt 1000-mal besser als, wie gesagt, München. München ist jetzt gerade so mein Nemesis jetzt hier in Omsi, ja, was so die Performance angeht. Servus. Grüß Gott. Dies ist mein Nemesis. Oh, BBS macht ja auch wieder schöne Linien hier. Macht wieder ein paar Zickzack-Linien. Großartig. Hä? Ah ne, Georgenstraße. Achso, die kommen erst noch. Wollte gerade sagen. Hä, wie chinesischer Turm, der kommt. Hä, wie? Das ist doch hier irgendeine Nebenstraße. Ne, es geht von oben nach unten. Das ist auch immer überall unterschiedlich. Mal von oben nach unten, mal von links nach rechts, dann von, weiß ich, von rechts nach links und. Oh, stell dir mal vor, du wärst ein Busfahrer in aller Welt. Ey, du würdest kaputt gehen, was du dir alles merken müsstest. Mann, Mann, Mann. Oh, ich stelle mir gerade so vor, wie das Ding laufen würde, wenn du hier noch diese ganzen Harlequin-Menschen anhättest und alles was. Boah. Oh, und jetzt nicht fahren, weißt du?
Das ist mir immer die liebsten, ja. Bloß noch schnell vor dir rein und dann mit 30 da umhergondeln. Bei 50. Das sind mir wirklich Leute. Die Leute habe ich echt gefressen, denn, ja. Grüezi miteinander. Ich muss aber sagen, so im Großen und Ganzen läuft die Fahrt hier. Außer, dass die Straßenbahn da vorhin da gerade ein bisschen kaputt war. Sieht jetzt hier nicht grobe Fehler mehr weiter aufgetreten. Gisela-Straße. Ich kann jetzt hier mal ein Bild machen. Also jetzt mal nicht wundern, dass ich jetzt mal kurz hier mitten auf der Kreuzung stehen bleibe. Ja. Aber wenn wir schon mal so einen Buszug haben, dann würde ich ihn auch gerne ein bisschen in Szene setzen. So. Sieht natürlich passend aus, weil die Frau da steht. Will hier gar nicht rumkommen eigentlich. So, ich war ja vorhin ehrlich, ich habe gesagt, ich habe keine Kollision an. Ist nicht gelogen. Aber das wird sich echt gut, wa? Der kommt hier echt durch so eine kleine. Was denn jetzt? Hört auf zu jammern! Ich muss hier nochmal ein bisschen vorsichtiger fahren hier. Grüß miteinander, grüß. Ja, man bestimmt wieder viele Geschichten erzählen. So mein Erlebnis wieder, wie wahrscheinlich ich das schon so oft erzählt habe, wo ich mir einfach nur ein normales Brötchen kaufen wollte in Bayern und kein Brötchen bekommen habe. Das war nicht nett. Ich finde aber unsere Verspätung halten sich noch in Grenzen. Da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren drüber. Hier ist gut. Grätze. Versuche ein bisschen Zeit aufzuholen hier. Ist eigentlich nur 30. Mal einfach, dass hier jetzt kein Blitzer jetzt hier irgendwo steht, der uns jetzt blitzen möchte. Wie gesagt, heute ab 20 Uhr Leitstellenfahrt denn hier in München. Ja, wenn euer System mitmacht und ihr Bock drauf habt, ihr den zumindest den Leitstellen-Simulator habt, dann unbedingt einschalten. Wenn wir uns sehr drüber freuen. Erste Mal München hier auf ÖPNV-Simulation in der Leitstelle. Hat es zuvor noch nicht gegeben. Nicht mal auf Microhazard TV. Und so oft werden wir München auch wohl nicht spielen. Also nutzt die Chance, nutzt die Gelegenheit. Da ist der chinesische Tome. Und stoßt dann einfach zu uns.
Hallo. Hier ist Gott. Grüß Gott. Grüezi. So, Bus wird auch schön warm mittlerweile. 20 Grad hier drin. Nächste Woche geht es natürlich dann weiter, ne, hier in Omsi, dass wir uns dann wieder ein paar andere Orte anschauen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Art kleine Reihe, wo wir so ein bisschen uns mal so andere Länder anschauen. Kann man nicht sagen eigentlich. Halt nicht immer nur Deutschland. Klar, Deutschland ist das Beste. Aber es gibt ja halt nur mal ein bisschen mehr als nur Deutschland. Das darf man ja nicht vergessen. Also schon alleine der ganze britische Content, ja, den darf man echt absolut nicht vernachlässigen. Was da alles für geiler Stuff mit bei ist. Ich sag nur Yorkshire, eine der besten britischen Karten meinerseits halt auf jeden Fall, die ich finde. Leider sind wir die schon gefahren, die kann ich nicht nochmal mit reinnehmen. Aber auch schon bustechnisch, was da alles so Wundervolles bei ist halt einfach, ja. Also das darf man echt nicht vergessen. Wie gesagt, Hongkong. Ja. Auf den ersten Moment absolut furchtbar gewesen. Aber im Nachhinein, wenn ich so dran überlege, war das schon echt fett gewesen. Ja. Das war mal so komplett was anderes. Ja gut, von Bronzemeer, da schweigen wir ein bisschen drüber. Fand ich jetzt nicht so geil, die Karte. Tatsächlich war, ja, muss ich sagen, ein bisschen verschenkte Zeit. Aber es muss immer auch Flauten geben, ne? Das ist halt so. Es kann nicht alles perfekt werden. Und wenn man mich jetzt schon eine Weile verfolgt, der weiß eigentlich auch, dass ich versuche, in Karten, in Fahrzeugen immer das Beste zu sehen und das Ganze dann immer dann aufzuwerten halt. Aber bei dieser Karte gab es einfach nichts aufzuwerten. Es gab einfach nichts, was man aufwerten konnte. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Also weder die Linienführung, nach das Ganze drumherum, ja, das hat einfach absolut echt nicht überzeugt. Ja. München ist halt klar Payware, darf man immer nicht so vergessen, dass man da mal so ein paar Abstriche machen muss zwischen Payware und Freeware-Karten. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt gehabt. Bei Payware bin ich ein bisschen kritischer daher, als wie bei Freeware-Content. Ich finde, wer sich bei Freeware aufregt, der, ja, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, der sollte denn selbst erstmal eine Karte basteln, bevor er denn erstmal hier große Töne spucken kann. Leider ist es bei den meisten Fällen ist es halt nicht so, ne? Also die können zwar kritisieren, aber haben noch nie irgendwas auf die Beine gestellt, halt so an Kartentechnik oder irgendwie sowas so halt, ne? Wie gesagt, und bei Payware bin ich halt so, dass ich da ein bisschen kritischer reinsehe, weil ich bezahle dafür Geld. Auch wenn ich dafür kein Geld bezahlen würde, ich das DLC bekommen würde, würde ich es dennoch versuchen, kritisch zu beäugen. Ja, wenn was fehlerhaft ist, dann ist es fehlerhaft. Dann muss das auch angesprochen werden, eventuell sogar gezeigt werden. Und wenn das dann halt weiterhin in den nächsten Folgen immer so weiterhin drin ist, dann kann man sich darüber auch schon ein wenig beschweren sogar, ja. Sonst geht es hier erstmal nur ums Anmerken. Und das ist jetzt, wie gesagt, jetzt hier der Fall in München. Zumal jetzt gerade meine Karte hier nicht mehr weiterlädt. Oh. 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 Ich habe schon gedacht, jetzt ist Karte kaputt. Hätte jetzt gepasst, wenn ich jetzt angefangen hätte, jetzt hier meine Standrede zu halten. Wenn die Karte kaputt geht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für ein Payware-Addon ist das hier keine gute Qualität, meiner Meinung nach. Das habe ich in der ersten Folge gesagt. Ich glaube, zu Corona-Video habe ich das auch schon gesagt, dass die Performance hier nicht so dolle ist. Und auch in der jetzigen Folge bleibe ich weiterhin dabei. Hier muss noch einiges geschehen, damit ich hier sagen kann, dass das ein absoluter Top-DLC, den man hier am Mann bringt.
Der Bus ist bekannt, den kennt man schon, den gibt es in unzähligen Varianten, ob nun kostenlos oder auch ein Payware-Addon enthalten. Der Bus ist halt Standard-Content mittlerweile geworden. Also absolut kein Kaufgrund zu sagen, so das ist Pflicht. Mit dem Buszug schön und gut. Ja, wenn sich da aber ein paar pfiffige Leute ransetzen, dann kannst du den auch kostenlos irgendwie integrieren in das Spiel. Ja, von der Karte, die haut jetzt halt nun auch nicht komplett um. Also im Großen und Ganzen finde ich persönlich, ist es eher ein mittelmäßiger DLC. Kein schlechter, aber auch kein guter. Und reiht sich eher so bei mir in die Reihe ein. Ja, so kann man mal spielen, muss man aber nicht, so, weißt du? Und das ist ein bisschen schade, das hat es nicht verdient, bin ich der Meinung. Denn München kann, wie gesagt, wenn du hier auf 60 FPS kommst und alles was kann, ist eine extrem schöne Karte sein. Macht hier bestimmt auch richtig Spaß zu fahren. Aber so wie sie hier aktuell läuft, bin ich der Meinung, never. Meiner Meinung nach. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Schreibt es am besten mal unten mit rein. Das würde mich mal brennend interessieren, was ihr denn da zu München sagt. Habt ihr das mittlerweile auch schon vergessen, dass die Karte existiert? Oder seid ihr der absolute Dauerbrenner und sagt, München läuft jeden Tag rund um die Uhr bei mir? Dann, wie gesagt, einfach unten in die Kommentare posten. Und eventuell, vielleicht kann ja der eine oder andere mit mir meine Meinung teilen. Ja, der kann ja gerne ein Like da lassen. Und sonst verabschiede ich mich jetzt. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich auf das nächste Mal, nächste Woche in einem neuen Land. Bis dann. Tschüss.